Ja, neuer Tag, neue Tour. Heute geht's auf den Altissimo und deswegen muss ich Martin und Vicky abholen. Mein Stellplatz war wirklich super und da geht's jetzt raus und dann später darauf. Ernst, Warm-up läuft bereits. Ja klar. Ja, jetzt sind wir alle beieinander. Und Wasser ist auch schon aufgefüllt. Ja. Weil Wasser kann man natürlich nicht im Hotel auffüllen. Ich habe im Hotel. Nein, im Hotel kann ich schon das Wasser auffüllen, aber ich weiß nicht, wenn am Berg ein Wasser ist, dann ist am Berg aufgefüllt. Ja, wir sind jetzt sicher 3,57 Höhenmeter gefahren. Bisschen. Die Wetter macht, ich spüre das heute als solche. Heute herrscht da unten eine Königsetappe. Es geht Richtung Altissimo. Ich hoffe, wir schaffen es ganz auf, weil oben hat es schon geschneit. Ein bisschen Schnee hat schon angeschaut gestern. Gamaschen mit, wasserdichte Socken mit. Und Wechselgewand haben wir auf, weil oben ist ja doch dann eher fresh. Ja, ich habe löchrige Schuhe, genau. Gut belüftet und keine Gamaschen oder ähnliches. Und sexy Socken hast du, in so graublau mit so Schimmelgrün, also echt fetzig. Ja, egal, so soll es sein, auch von mir. Wir verlassen uns ganz auf die Petra, das ist ihr Berg, die Petra fährt den 480 Mal im Jahr. Ja, wir werden schon wissen, wo wir da hinkommen. Petra Hausberg. Egal, wenn die Petra immer am Gardasee ist, sie schreibt mir, ich bin auf Altissimo, ich fahre den Coast-Trail. Also eigentlich brauchst du nur eine Nachricht schicken und die reminden, die ganze Woche hat eh nichts ändert. Aber ich mache immer neue Fotos. Ja, ja, weit sind wir noch nicht. Aber hier unten sieht man den See halt einfach noch geiler. Deswegen muss ein kurzer Panoramaschwenk her. Hier läuft die Auffahrt schon auf den typischen Betonrampen. Aber der Blick auf den See ist einfach zu geil. Entschädigt für alles. Die Straße hier ist zwar echt kein Geheimnis, aber es ist so, so geil hier rauf. Traum auf der Auffahrt. Blick vom obligatorischen Ausblicksfelsen. Hier auf gut 800 Höhenmeter. Weil die Wasservorräte nachzufüllen. Hier steht extra kein Trinkwasser. Aber wir haben es schon diverse Male gut überstanden. Deswegen trauen wir uns mal wieder drüber, oder? Nicht nur mir, ganz anders. Das erste Mal haben wir uns nicht wirklich traut. Na, das stimmt. Sind eine Gruppenbiker gekommen. Die haben dann gequatscht. Die fahren das 6 Mal in der Woche und jetzt wir füllen die auf. Haben gut ausgeschaut und haben gesagt, passt. Wir kennen uns dann. Ja, es ist leider ganz schön diesig. Aber da sieht man den Lago di Ledro und da unten eben den Gardasee rausspitzen. Und für uns geht's hier rüber. Jetzt rollt es nicht mehr so gut bei uns. Hier ist ein hübsch mäutig der Schnee. Ja, jetzt sind wir hier, wo nur noch der Wanderweg weitergeht. Und der ist aber komplett matschig. Deswegen werden wir uns das wahrscheinlich schenken. Weil da macht das Runterfahren dann halt einfach auch keinen Spaß. Und deswegen kriegt ihr jetzt mal eine wolkige Aussicht. Keine Aussicht auf Fleischbällchen allerdings. Gibt es da nicht irgendeinen Film? Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen? Ich kenne ja nicht, ich bin vegan. Ah ja, stimmt. Der Martin ist so vegan, das werden wir gleich bei der Brotzeit wieder mitkriegen. Da ist sie, die große Lacke. Seht ihr sie? Unten im Eckerl. Und bei uns gibt es jetzt gleich mal. Jausen. So, Jausen-Präsentation. Heute habe ich viel dabei, weil ich dachte ja, dass wir ganz, ganz, ganz hoch noch gehen und wer weiß, wie lange wir dann oben bleiben. Aber schmeckt sich ja trotzdem auch hier. Martin ist noch beim Umrüsten. Da gibt es noch nichts. Gut noch. Aber hier. Hier gibt es einige. Aber ich ist schon Nikolaus. So, das ist jetzt Maihause. Das heißt, hier waren Käse mit Speck. Mit Pfeffer. Aber ein Speck in runder Form, alias Wurst. Als vegane? Das ist eine vegane, abackelte Wurst. Nein, das Problem ist, ich muss ja so viel Fahrradl fahren, wenn wir essen, so hat es vielleicht eine CO2-Bilanz hat, dass es da wieder eich erhole. Wenn ich noch viel Auto fahren darf, war die wirklich, glaube ich, am Ende. Dann haben wir 3 Pfannkuchen vom Frühstücksbuffet. Pancakes.
Pancakes für die Englischsprachigen unter uns und Croissant für die Franzosen. Croissant. Du Croissant. Eins mit Marmelade und eins mit Schokolade. Und jetzt schaut euch die Gesichter an. Petra, das Handy weg. Das Handy weg am Berg. Die Leute wollen dein Gesicht sehen. Unzufrieden, verhungert, ausgemergelt. Ich muss aber gleich.
hat sie es rauf und runter nicht. Oh,
ist ja edel, oder? Jetzt hocken wir wieder da beim Café Chai. Altissimo war geil, auch wenn wir nicht ganz hoch sind. Mir hat halt nicht so gefallen der Tag, weil es jetzt kein Strudel, die Mehle, kein Creme gibt. Ich bin mal Sistral gefahren, sei deprimierend. Nein, war echt cool. Für alle, was jetzt gefragt haben, was ist mit seinem Hardtail passiert, jetzt habt ihr es gesehen. Ich bin wieder mal dumm geeiert mit dem Teil. So war wieder Experience da, bei den 6-1 und den Toast. Auf jeden Fall geile, geile Tour. Unbedingt zu machen. Egal wie, sofort mit E-Bike haben möglich, also echt eine coole Sache. Schaut, dass man Gipfel gemacht hat. Ja, aber bei den Bedingungen. Bei den Bedingungen war es nicht so cool gewesen. Und ja, aber viel Zeit braucht man, gell? Einplanen, oder? Und Wasser, wenn es warm ist, auf jeden Fall mitnehmen. Ja, heute war es okay vom Wasser her. Wir haben alle fleißig weggeschüttet oben. Ja, das war schon sehr coole Zug haben wir da. Trinken einen Kaffee. Schauen aus. Und denken Sie, was da machen. Das ist logisch. Ich glaube, doch. Thank you.